Hallo, willkommen liebe Leute zum nächsten Part von Pokémon Revolution Online. Im letzten Part haben wir hier einmal auf die Karte gucken, wo ich mich befinde. Aquatic City sind wir immer noch. Und im letzten Part habe ich den Arenaleiter hier, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Im Deutschen heißt er Jens. Ihm und seinen Geist-Pokémon nur ganz knapp den Sieg abgenommen. Also das war eine ganz enge Geschichte. Ich musste da viel mit Items wie Belebern arbeiten und so weiter und so fort. Falls ich jetzt meine Stimme, Entschuldigung, ein bisschen anders anhört als sonst. Ich bin etwas heiser. Ich habe mir wahrscheinlich eine Sommergrippe geholt, aber das hält mich nicht vom Spielen ab. Ganz im Gegenteil. Ich ziehe es auf jeden Fall durch und bin jetzt auf dem Weg zur Route 38. Ja, dann lege ich einfach los und habe jetzt mein ganzes Team dabei. Items bin ich gut ausgerüstet und wir machen einfach weiter jetzt. Die Jungs sollten mich eigentlich durchlassen. Letztes Mal haben sie gesagt, ich darf nicht durch, haben mir keinen Grund genannt. Und wollten mich einfach provozieren. So, Route 38. Und was ist denn hier so fangbar? Was wir noch nicht kennen. Oh, Poketime ist gerade auf 4 Uhr gesprungen. Das heißt, es wird wieder heller. Porenta haben wir. Den haben wir, den haben wir. Mautz haben wir noch nicht. Tauros haben wir noch nicht. Nocturne und Miltang, okay, da unten läuft ein Sailor, ein Seemann durchs Gras. Und ich muss Crobat noch ein bisschen stärken, deshalb. Wollen wir mal gucken, was hier so geht. Er hat ein kleines Felino dabei. Also muss man mit Giftzahn. Der ist böse vergiftet. Das ist natürlich schön. Ich habe gerade mal wieder ungefähr 500-600 Positionen in der Warteschlange verbracht, nur damit ich jetzt hier weitermachen kann. Also es wird immer schwerer, ein guter Pokémon-Let's Player auf dem Server Red zu sein. Aber ich will es auf jeden Fall durchziehen. So. Verzeihung. Alles klar, wir haben hier Vati und unsere Dürre setzt ein. Vulpix passive Fähigkeit. Und es gibt natürlich auch nicht XP. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Dann muss ich weg. Sonst sehe ich gleich alt aus. Wasser kann ich gar nicht ab. Oh, ich bin auch noch am Schwitzen. Wie sauer ist es hier? Ziemlich warm in meinem kleinen Zimmer. Ich hoffe, der kann keine Psycho-Attacke. So muss das laufen. Das muss man am besten noch vergiften. So muss das laufen. Jawohl, zweimal verletzt er sich selber. Und das Gift martert ihn weg. Aber so, Biss. Und wir gewinnen. Vulpix möchte Extrasensor auf Deutsch lernen. Und das ist eine sehr starke Psycho-Attacke und die muss man mitnehmen, würde ich sagen. Hier bei meinem Spiel brauche ich auch nicht großartig überlegen, ob ich jetzt eine Attacke lösche oder nicht. Es ist mir in vielen Städten hier simpel oder beziehungsweise ganz einfach möglich. Oh, hier lag ein Gegenstand. Es ist mir ganz einfach möglich, mit 2000 Poké-Dollar oder Dollar sämtliche Attacken neu zu lernen, die das Pokémon jemals kannte. Oh, er ist ein Vogelsammler, hä? So, und Vulpix kann jetzt diverse Attacken, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Ja, ich kann Vulpix, ich glaube, was hatte ich letzten paar Male gesagt? Vulpix, erster Level 50 entwickeln, ja. Und Vulpix lernt auch die nächste Attacke, beziehungsweise man knallt das nächste Dodo weg. Aber das bringt mir natürlich nichts. Die Attacke, die ich gerade lernen wollte, ist nichts für meinen Geschmack. Vulpix kriegt einen Heilungsschub. Wir müssen ja noch die Route noch ein bisschen weiter erkunden. Ihr sollt ja auch sehen, was es hier gibt alles. Blee.
Das ist immer ein schöner Name. Er muss stärker werden. Kämpf. Also ich muss stärker werden, kämpf gegen mich. Das ist ja wohl das geringste Problem. Wir müssen nämlich genauso stärker werden. Was kann ich euch noch erzählen? Ah, es gibt eine Neuerung. Ab, ich weiß gar nicht, wann ist der Server Yellow jetzt zur Entlastung der anderen Server da mit zugebracht worden. Das heißt, wir können jetzt zwischen drei Servern wählen, wenn man sich hier neu anmeldet. Ich bin nämlich eben fälschlicherweise auf dem Yellow Server angefangen und dachte, wo sind noch meine ganzen Sachen hin? Wir haben eine Psycho-Attacke, die sehr effektiv gegen Kampf ist. Ja, und dachte, wo sind denn meine ganzen Sachen hin? Und war ich total verwirrt und dachte, ich habe irgendwie was falsch gemacht, aber dann habe ich gesehen beim Neueinloggen. Aha. Wir brauchen den richtigen Server, ne? No, das war die 38, jetzt kommt die 39. Und ich darf nicht vorwärts laufen. Weil ich wohl lecke oder so. Ihr hört das, ich drücke. Upmounten kann ich, aber laufen darf ich nicht. Jetzt. Gut, wir haben nachgeladen. Da oben liegt was. Mumu-Milk haben wir gefunden. Die Milter geben nämlich Mumu-Milk und das ist sowas wie ein Trank. Wir können dadurch Pokémon heilen. Und hier ist der Stall der Mumus, der Miltanks. Hallo junger Trainer, willkommen zu Mumu-Farm. Nicht zu glauben. Es sind aber gerade nicht die besten Zeiten auf unserer Farm. Unsere Miltanks haben kein Essen mehr. Und er muss hier bleiben, um die Miltanks zu bewachen. Ah, kannst du mir einen Gefallen tun und 4 Cornberries von den Pokémon dieser Route bringen? Okay, 4 Cornberries, okay. Ob ich dafür jetzt Zeit habe. Ich bin ja nicht auf dem Weg, ein großer Pokémon-Meister zu werden. Oh no, sorry, ich war gerade im Internet. Hier unten laufen die Miltanks. Und hier stehen wieder ein paar Freunde in Reihe und Glied. Die haben sich ja hier toll aufgestellt. Hey, willst du Milky treffen? Okay, also hier den Miltang im Blöden mal Milky gegeben. Nochmal Pokémon. Ich habe jetzt eine Geisterattacke, eine Dark-Attacke und eine Psycho-Attacke. Das ist eigentlich gar nicht schlecht für Vulpix. Ja, aber ich mache mit Flame Burst, glaube ich, den meisten Schaden. Ja, super, er kann natürlich Überroller. Ich riskiere es, komm. Ich habe richtig riskiert. Und wir können Flame Burst gegen Flammenwurf ersetzen. Denn Flammenwurf hat 90 Power anstatt nur, ich glaube, 70 war es. Milky hat es nicht drauf gehabt. Verzeihung. Okay, Camden. Ja, dann Tauros. Ja, das finde ich mal ein bisschen komisch. Das habe ich schon damals mal komisch gefunden zwischen Tauros und Miltang. Der Unterschied. Theoretisch müsste Miltang ja Tauros Frau sein, oder? Tauros sieht echt aus wie so ein Tierstier, also wie so ein starker Stier. Und Miltang sieht ja aus wie so eine Comic-Version von so einer blöden Kuh. Ich tausche mal lieber durch. Tauros zieht mir zu viel ab. Aber hier schaffen wir es. Giftzorn. Ja, Leute, macht nicht den Fehler, wie ich entwickelt. Ja, eure Pokémon nicht so schnell auf Level. Auf die dritte Entwicklungsstufe, sonst braucht ihr ewig Erfahrung. Beziehungsweise braucht viel, viel XP. Wie jetzt gerade mit Crobat. Crobat kriege ich so gut wie gar nicht hochgelevelt. Während Vulpix die Level nur so geschenkt kriegt. Viele Miltanks hier in der Gegend, ja, so schön. Elektros. Ach, und er hat Buffalo, ja, super. Unchi. Das ist wehgetan, das war nicht nett.
Attacke, nochmal Giftzahn und jawohl. Oh, so kriegt sogar Crobat mal ein Level. Oh, plötzlich fühlt er sich homesick. Homesick ist er hat. Heimweh. Hm, du willst nicht kämpfen? Nee. 10.000, hallo. Ist das gierig nach Cash oder was? Was gibt's hier für Pokémon? Oh wei, Oh wei, Leute. Was haltet ihr denn von meiner Pflanzen? Erstmal habe ich Owei noch nie trainiert. Noch nie. Ja, Acute ist aber, wie ich gerade sehe, das. Membership-Pokémon, scheiße. So, weil so ein Pflanzen-Psycho-Pokémon mit dem Team, das wäre natürlich, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Aber na gut. Gucken, was wir sonst so finden. Feuer, Elektro, Flug, Gift, Wasser. Habe ich ja vertreten. Ach, Vulpix, aushalten tust du echt null, ne? Schon langsam peinlich, ne? Ja, was können wir denn noch nehmen? Ist das sonst immer so viel Route Interessantes? Nö. Nicht. Ein Flunky war cool. Okay. Ein Diffel. Weiterentwicklung und Griffel. Ach mein Gott, Vulpix. Wird das peinlich. So. Ja, viele Gardere kommen. Komm du raus. Der ist geil, der ist echt geil. Ich hier die ganzen Attacken sehe ich, aber ich habe mich für den richtigen entschieden. Eiszahn und. Knirscher und sowas. Ja, Leute, ich bin heiser, das tut mir leid. Aber ich will auch nicht hier ewig die nächsten Zeit verblempern, bis ich die nächsten Parts bringen kann. Jetzt wartet ja auch noch Höhen auf mich. Eieieiei. Schön, wenigstens habe ich noch nicht was zu tun. So, wir erreichen Olivine City. Und da ist ein Gegenstand, wie komme ich da ran? Den will ich mir holen jetzt sofort. Sofort. Ha, hier. Durch hier. Und da. Ein Full Heal, also Top. Ist ja schon keine Top-Genesung. Ah, ich muss sowieso, apropos Genesung, ab ins Pokémon Center. Und ich muss wieder ein bisschen warten. Das ist so toll, Leute, dass ich nicht gehen kann. Dratini 40k. Farben Pokémon ohne Ende. Magmortar. Die Weiterentwicklung von Magma entwickelt sich mit Magmasierer. Magmasierer oder Magma. Irgendwas mit Magmasieren und so. Oh, das ist aber ein Top-Eve, Nidoking. Ja, Leute, darf ich nochmal ein Stück weiter gehen oder wie sieht das aus? Anscheinend nicht. Houndour, den hätte ich auch gern gehabt. Ja, ich stehe immer wieder blöd in der Gegend rum. Ja, super. Was soll ich denn jetzt machen? Können wir jetzt nicht mehr die ganze Zeit hier pokern? Brannerwarz auf Deutsch. Sehr geiles Pokémon eigentlich. Ja, Leute, was soll ich jetzt machen?
Es stockt, ich kann nicht gehen, ich kann nicht mehr gehen. Super, ist ja okay. Wir haben die Route 38 und die Route 39 hinter uns gebracht, waren auf der Mumu Milchfarm. Jetzt bin ich sogar AFK. Ich schreibe ihm was im Channel. Einfach mal was schreiben. Schreiben geht auch nicht. Hallo. Ja, ich häng fest. Also wir haben die Routen hinter uns gebracht. Haben unser Vulpix ziemlich schnell, ziemlich stark gemacht, finde ich. Und sind jetzt in Olivine City angekommen. Das soll es dann von diesem Part gewesen sein. Sobald ich dann wieder frei bin oder gereloggt habe, was wahrscheinlich ewig dauern wird, bin ich wieder für euch da. Bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Reinschauen. Euer Game Ranger. Ciao.